Herzlich willkommen Leute zum diesem neuesten YouTube-Video. Wir sind wieder zurück. Juventus spielt heute Freundschaftsspiel gegen FC Cesena. Und Juventus hat der neue Trainer. Zuerst machen wir die Info. Juventus geht in der Formationsstellung mit 4-3-3. In Tor ist Perin, in Innenverteidigung ist der Winter, Dragos, Rugani, De Ciglio, in Mittelfeld Miretti, Ranocchio, McKennie und in Sturm Piaka, Flex Correa und Malvano. Juventus hatte ein paar Talente im Spiel und ein paar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Profispieler und 1, 2, 3, 4, 5. 5 Talente und 5 gute. Und auf der Ersatzbank Demiral, Binsoli, Ake, Peters, Rafia, Brigenti, Marquez, Haidari, Mulle, Stramaccioni, Clemenza, Israel, Campanone und Leone. Also 1, 2, also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 neue Spieler. Auf der Ersatzbank und plus noch in den Startelf 5. Das sind 17 neue Talente bei Juventus Turin. Massimiliano Allegri kommt wieder zurück nach Juventus Turin. Nach Juventus bittere Saison letztes Jahr. Juventus gibt es schon anfangs in den 5. Minute Goni, der Winter nach 1-0 in Führung. Nach der 5. Minute der Innenverteidigung von Juventus Turin, der von Belgien. Und Juventus bracht zum 1-0 in Führung. Und dann in den 34. Minute Weston McKennie, der auch Innenverteidigung, nein, der Mittelfeld, nicht der Innenverteidigung, der Mittelfeld trifft zum 2-0 und Juventus Turin ist in der ersten Halbzeit richtig gut unterwegs. Aber dann gibt es 36 Minuten, 2 Minuten später, das 2-1. Juventus Turin, ich habe das Match nicht gesehen, aber das ist das erste Freundschaftsspiel gewesen von Massimiliano Allegri und Juventus Turin. Endlich mal wieder mal Juventus-Video auf diesem YouTube-Kanal. Wir haben sehr, sehr lange gewartet. Endlich wieder mal Fußball-Juventus Turin mit Videos kommen wieder. Nächstes Spiel ist gegen Monza, 31. Juli. Da freue ich mich auch schon. Hoffentlich den nächsten Sieg. 2-1 steht das in der ersten Halbzeit. Juventus Turin muss besser als Juventus Turin. Das ist das erste Spiel. Ja, ich bin eigentlich zufrieden mit diesen Ergebnissen, aber es könnte aber mehr Tore fallen bei Juventus Turin, aber es ist halt so. Und dann kommt aber den erstes Tor von Juventus Turin. Matthias Sole, Malvano trifft Juventus Turin bei 3-2, also bei 3-1 in den 66 Minuten. Corne de Winter und Malvano, erstes Profi-Debüt und erstes Profitor bei Juventus Turin, der Winter und Malvano. Und ja, lasst ein Like da, wenn ihr diesem Video euch gefällt. Folgt mal auf Instagram und abonniert mal den YouTube-Kanal und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und hau rein!